Sehr geehrte Damen und Herren, lieber Christian, Toleranz ist nicht grenzenlos. Und damit Toleranz stattfinden kann, damit wir alle Menschen aufnehmen können und damit sich alle Menschen eingeschlossen fühlen in unsere Gesellschaft, müssen wir auch gewisse Grenzen ziehen und einen Rahmen vorgeben, innerhalb der sich die Toleranz bewegt. Und dieser Rahmen, der ist dann überschritten, wenn sich Menschen verletzt fühlen durch das, was Personen gesagt haben. Und wir glauben, dass Political Correctness eben gerade dazu da ist, gerade eine Grenze zieht, ab der sich eben gerade dieser Verletzungsgrad entscheidet, wann eben bestimmte Personen in ihrem Innersten sich verletzt fühlen können. Und wir glauben, wenn es eben Personen gibt, die Meinungen äußern, die andere Personen verletzen, die sie traurig machen, die sie in ihrem Innersten angreifen, wir glauben, dann ist es in Ordnung, wenn sich diese Personen auch von unserer Gesellschaft ausgeschlossen fühlen, denn wir möchten nicht, dass es in unserer Gesellschaft Konsens und Usus wird, dass man sich gegenseitig angreift und verletzt. Nein, danke. Und außerdem sprach Christian darüber, und zwar auch ohne viele Beispiele, er sprach nur so abstrakt darüber, über Meinungen wie, Homosexualität, die sind ja komisch oder das ist vielleicht eine Krankheit oder sowas, das dürfte man nicht mehr äußern. Wir glauben aber, dass unter Political Correctness nicht nur solche allgemeinen Meinungen zu fassen sind, wir glauben, dass Political Correctness sich auch in kleineren Symbolen äußert, also vor allen Dingen in der Sprache. Und dazu ist ein bekanntes Beispiel dafür zum Beispiel das Gendern. Also dass ich nicht nur von Studenten spreche, sondern von Studenten und Studentinnen oder eben von Studierenden in der normalen Fassung, also zum Beispiel Frauen, nicht durch meine Wortwahl ausschließe. Wir glauben, das ist auch ein Fall von Political Correctness, den Christian an dieser Stelle ausgeschlossen hat, der aber gleichzeitig eben auch eine Meinungsäußerung bietet, zum Beispiel, dass ich eine bestimmte Gruppe nicht unter diesen Begriff fasse oder dass ich sie ausdrücklich ausschließe. Jetzt nicht. Christian sprach davon, dass Political Correctness Schaden anrichtet, weil wir angeblich den Diskurs beenden, weil wir diese Meinung eben gerade nicht ernst nehmen, die geäußert werden. Und wir glauben, dass Political Correctness eine gewisse Norm schafft. Etwas, was anerkannt ist in unserer Gesellschaft und wie man sich zu verhalten hat. Dass man eben bestimmte Gruppen nicht ausschließen sollte, durch die Sprache zum Beispiel oder durch bestimmte Meinung. Und dass man diese Gruppen auch deshalb nicht verletzen sollte. Und wir glauben, dadurch, dass diese Norm besteht, sollten sich Personen, die eine andere Meinung wieder dieser Norm vertreten, schon hinterfragen, warum sie diese andere Meinung haben. Und wir glauben, das sollte schon allein den Diskurs bei diesen Menschen auslösen. Und wenn sie nicht in der Lage sind, ihre Meinung zu reflektieren, nachzudenken, warum sie anders denken als der gesellschaftliche Konsens, wir glauben, dann sind sie auch nicht an Diskurs zugänglich, den Christian hier durch die Abschaffung der Political Correctness quasi anleiten möchte. Nein, danke, jetzt nicht. Wir von der ersten Opposition, wir stehen für gesellschaftlichen Zusammenhalt, und zwar durch gesellschaftlichen Zusammenhalt, durch Respekt, der allen Menschen entgegengebracht wird. Und dieser Respekt, der braucht bestimmte symbolische Gesten. Und eine symbolische Geste ist zum Beispiel die Sprache, die ich schon angeführt habe. Also, dass ich in meiner Sprache Menschen nicht diskriminiere und ausschließe. Und warum ist das gerade so nützlich für unsere Gesellschaft und warum richtet es keinen Schaden an? Wir glauben, dass Political Correctness gerade für das Individuum nützlich ist, weil es vielleicht auf das Anderssein hinweisen mag, aber weil es auch eine Anerkennung ist. Dadurch, dass ich dich zum Beispiel durch meine Sprache besonders hervorhebe, erkenne ich zwar einmal an, du bist anders, aber ich erkenne auch an, du bist, wie du bist. Und als dieser Teil, also als so, wie du bist, bist du Teil unserer Gesellschaft. Das fängt zum Beispiel, wenn ich wieder das Gendern anführen dürfte, damit an, dass ich eben auch die weibliche Form wähle, wenn ich Personen anspreche, dann schließe ich sowohl Mann als auch Frau und wenn wir noch weitergehen wollen, eben auch inter- oder transsexuelle Menschen mit ein. Und wir glauben, das ist ein gutes Symbol, dass sich eben alle Menschen angenommen fühlen und letztendlich kann man dadurch durch Political Correctness eine integrative Wirkung erreichen. Wie willst du sicherstellen, mit der Sprache alle verschiedenen Formen in der Gesellschaft, gerade bei diesem Beispiel mit den Geschlechtern, alle zu integrieren, so dass man sich überhaupt noch in der Sprache verständigt? Zum einen glauben wir, dass es nur ein geringer Aufwand ist und man kann ja auch immer noch Worte wählen, die eben gerade nicht ausschließend sind. Wenn wir zum Beispiel von Studenten sprechen, kann man von Studierenden sprechen, das schließt alle Geschlechter ein und ist ein neutraler Begriff. Und wir glauben, dass man diesen Aufwand durchaus machen kann, auch in der Sprache, weil es sich eben lohnt, es ist ein geringer Aufwand und gleichzeitig wird eben keine einzelne Gruppe ausgeschlossen. Nein, danke.
Außerdem glauben wir, dass Political Correctness, unabhängig davon, ob man es jetzt für eure Sprache verstehen möchte oder eben auch daran, dass manche Meinung jetzt nicht als korrekt angesehen werden, glauben wir, es erinnert eben gerade daran, dass es Gruppen gibt, die anders sind. Und es erinnert daran, dass diese Gruppen auch benachteiligt sind aufgrund ihrer Andersartigkeit. Und wir glauben, dass es immer wieder diese Erinnerung gibt, damit man sich halt selber auch im Alltagsleben diese Gruppen nicht benachteiligt, sondern dass man sich bewusst macht, dass sie da sind und dass sie eben auch in unsere Gesellschaft eingeschlossen werden müssen. Und gleichzeitig sind wir der Meinung, dass Political Correctness ein aktives Einfordern der Gleichbehandlung von jedem einzelnen Individuum in unserer Gesellschaft ist. Wir erfordern dadurch, dass man Political Correctness anwendet, von jedem Einzelnen, dass er Respekt dem Mitmenschen gegenüber zeigt und dass er eben diesen Mitmenschen als die Person, die er ist, auch anerkennt. Und letztendlich stellen wir durch Political Correctness, und das meinte ich schon in meinem Rebuttal auf Christian, fest, dass erstellen wir eine Norm auf in unserer Gesellschaft. Wir sagen, es ist eben erforderlich in unserer Gesellschaft, es ist anerkannt, es ist Konsens, dass jede Person eingeschlossen werden muss, dass sie nicht verletzt werden darf durch irgendwelche Meinungen, durch Sprachgebrauch oder was auch immer. Und dadurch wirkt Political Correctness eben normativ und diese normative Wirkung schafft Normalität. Und in dieser Atmosphäre der Normalität haben wir eben auch den gesellschaftlichen Zusammenhalt, weil sich eben jede Person in unserer Gesellschaft aufgenommen fühlt, gleich welches Geschlecht sie hat, gleich welche Ethnie sie hat, gleich welche Religion oder politische Auffassung. Adrian wird gleich noch weiter darauf eingehen, wie auch Political Correctness Nutzen für unsere Mitmenschen bringt und warum es für sie gerade keinen Schaden bringt. Ich möchte nur noch mal kurz auf den Bequemlichkeitspunkt eingehen, den Christian auch in seiner Zwischenfrage schon angebracht hat. Ich als Frau empfinde es manchmal auch nervig, gendern zu müssen, weil es doch eine sprachliche Aufwendigkeit ist. Aber letztendlich ist es doch hier nur ein Bequemlichkeitspunkt und diesen Aufwand kann ich von jedem Einzelnen einfordern, weil ich als Frau zum Beispiel auch weiß, wie es ist, wenn ich ausgeschlossen werde, wenn ich nicht ernst genommen werde, oder wenn ich nicht wahrgenommen werde. Und zum Beispiel durch meinen Sprachgebrauch und durch Political Correctness kann ich sicherstellen, dass die Personen sich nicht ausgeschlossen fühlen und sich nicht wahrgenommen fühlen und sich nicht ernst genommen fühlen. Und ich finde, das ist der Aufwand wert, den man hier machen muss. Und selbst wenn es manchmal nervt, das sollte man eingehen. Deshalb für Political Correctness vielen Dank.